Freunde, so sieht's aus. Herzlich willkommen zu Disney Infinity in der Welt von Cars. Folge Nummer 15 ist das jetzt, glaube ich. Das ist schon krass, oder? 15 Folgen haben wir jetzt schon Let's Play Disney Infinity gemacht, inklusive einige Folgen der Toybox. Und heute, Freunde, gibt es wieder die Welt von Cars und ich habe mir einfach so gedacht, komm, packst du die Welt einfach mal drauf und machst ein paar Aufgaben hier, die noch zu machen sind. Ich habe übrigens auch den Untertitel jetzt angemacht, damit könnt ihr dann immer auch lesen, was die gerade sagen. So, was sagst du denn hier, Flo? Ach Schätzchen, einer dieser Traktoren hatte eine Fehlzündung und hat diese Heuballen in Brand gesetzt. Wir müssen sie löschen, sonst brennt bald die ganze Stadt. Okay, Kompass. Au. Schnell. Ah, hier seid ihr alle. Sechs, sieben. Gut gemacht, Schätzchen. Schätzchen. Gut gemacht, Schätzchen. Mission erfüllt. Feuerballen. Brennende Ballen. Goldener Schein bekommen. 200 Gold und 100 Funken. So muss das. Weiter geht's. Das ist so ziemlich das Aufregendste, das seit Wochen passiert ist. Und mein Ramon hat's verpasst. Wo steckt dieser Mann bloß? Das weiß ich dann auch nicht. Den werden wir jetzt gleich holen. Ich war übrigens heute Mittag mal ein bisschen dabei, einen neuen Move zu üben hier in Disney Infinity. Da habe ich einen ganz coolen rausgefunden. Und zwar im ersten Film von Cars gab es ja diese eine Szene, wo Chi-Kicks dann Lightning rammen wollte. Und dann ist ja, wartet, ich muss aber ganz kurz umdrehen. Dann ist ja das hier passiert, das hier. Dann ist er einfach rückwärts weitergefahren und dann wieder vorwärts. Und wieder umdrehen wegen Ramon. Oh, die rote Kapsel hole ich mir auch gleich da oben. Oh mein Gott! Nein, nein! Na, da ist aber auch einer. Nimm die doch! Kannst du die nicht nehmen? Nimm die doch! Jetzt, Alter! Will er mich verarschen? Geht doch! Nein! Bleib doch oben, Mann! Was ist denn mit dir los? Ein letzter Versuch. Geht doch. Wand, pinkes Tarnmuster. Jetzt freigeschaltet. Nein! Aber da ist auch eine rote Kapsel und die will ich auch noch haben. Nein! Ich komme an die meisten nicht ran, das ist voll nervig. So, aber hier ist Ramon. Rette Ramon. Erledigt. Ah, oh Mann, ist das peinlich. Ich war unterwegs zu Flo wegen unserem Date, als mir der Sprit ausgegangen ist. Kannst du mich ins Café schleppen, damit ich voll tanken kann? Aber klaro. Hey, du musst nur an mich ranfahren und das Abschleppseil benutzen. Ja. Uno. Und dann, wenn ich hinten dran hänge, kannst du fahren, als wäre ich nicht da. Aber ich bin da, also vergiss nicht, mich ins Café zu fahren. Uno momento, no problema. Wenn wir dort angekommen sind, lass das Abschleppseil los und sag Adios! Okay, Moment, warte. War da gerade ein Tresor, der zu war? Das muss ich mir gleich anschauen. Adios! Muchas gracias. Sobald ich vollgetankt habe, fahre ich wieder zu meiner Verabredung. Du bist doch schon bei deiner Verabredung, du Vogel. Zwei Dinge auf einmal abschleppen macht doppelt so viel Spaß. Hol dir das doppelte Abschleppseil im Spielzeugladen. So, ich habe da hinten, glaube ich, einen Tresor gesehen, der noch zu war. Und, ja, den mache ich ganz gut auf, wenn er zu war. Welcher ist das? Der ist zu. Welcher ist das? Holly. Gut, dass die hier gerade vor mir steht. Flo, Besitzerin des V8-Cafés.
Haben wir eigentlich schon den großen Tresor aufgemacht? Ich glaube ja, aber ich gucke lieber trotzdem nochmal. Ja, wo fährt die hin? Okay, den großen Tresor haben wir schon geöffnet. Gut, dann gehen wir zu Luigi. Der hat nämlich auch noch eine Aufgabe für uns. Und die werde ich auch noch schnell machen. Ach, Guido. Er spielt so gern Verstecken, aber ich habe keine Zeit, ihn zu suchen. Bitte, du musst ihn finden und ihm sagen, dass er zur Arbeit kommen soll. Dreh dich um. Mamma mia, Guido. Wo steckst du nur? Da steckst du also. Geiler Move, ey. Ja, brauchst nicht so beleidigt gucken, Mann. Au. Entschuldigung, aber mein Benzin ist da. Da könntest du mich zu Floß... Okay. Weg da. Ey, hier gibt's so viele Aufgaben. Ich glaube, die machen wir jetzt einfach mal alle. Hattest du nicht gerade eine Aufgabe? Nicht so unerfüllt, der Sprit ist alle. Oh, du musst mir helfen, Mann. Ich probe gerade für diese neue Reality-Show Motz deine Dellen auf und kann meine Premium-Laktosen nirgendwo finden. Ah, okay. Er hat die jetzt überall also verstreut und die müssen wir jetzt also alle finden. Das mache ich lieben gerne mit dem Hook, weil er so einfach so ein hilfsbereiter Kerl ist. Da juckt mir gerade eiskalt die Backe. Eins. Oh, halt, Moment. Es geht gar nicht so im Kreis. Ich dachte schon. Lala. Zwei von zehn. Okay. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass ich wieder da hochfahren muss. Ich kann das doch sowieso nicht. Drei. Vier. Das war die fünf. Das war die sechs. Das ist die Nummer sieben. Das ist die Nummer acht. Wo ist die neuno? Neuno. Verdammt! Oh, Wandholli, okay. Dass ich so an die Kapsel rankomme, hätte ich nicht gedacht. Komm schon. Hi, Guido. Hey, wo soll die sein? Ach, da. Das war die... Oh, mein Gott. Oh. Nummer 9. Oh, und das dahinter ist die Nummer 10. Ah, bueno, meine Laktosen. Hey, danke. Ich muss jetzt gleich mit einem Design für mein Bewerbungsvideo loslegen. Streiche deine Stacheln mit uns lustige Lackierungen in beliebigen Farben. Sieh's dir an. Cool. Ramones Laden haben wir jetzt also bekommen. Wisst ihr was, Freunde? Das kaufe ich mir jetzt auch, wenn ich genug Geld habe. Laden? Nicht Laden. Nicht das Laden. Ach, wo muss ich da hinfahren? Hier, glaube ich, oder? Sozusagen Spielzeuge. Spielzeuge? Okay, können wir kaufen. Cool, machen wir. Wir machen original wie in der Sendung. Oder wie im Film, besser gesagt. Ey, ich will da rein. Warum darf ich da nicht rein? Entschuldigung. Okay. Du bist da. Ja, ich bin da. Ich bin zu wirklich. So, jetzt reden wir noch schnell mit dir. Ah, was für eine Katastrophe! Was für eine Katastrophe! Ich habe Überraschung für die Stadt, aber jetzt ist sie dahin. Die ganze Ausrüstung ist vom Hubschrauber gefallen. Oh no! Ciao, Hucke! Ciao. Dann holen wir schnell deine Ausrüstung. Schnell! Sonst verrostest du mir doch noch.
Das wollen wir doch nicht. Oh. Was ist das? Das muss ich machen. Ah, okay. Ich verstehe. Boah, ey, das sieht so aus, als würde er voll langsam fahren. Oh, wie schön, dich zu sehen. Ach, da gibt's drei Stück davon. Autschi. Hey, wo soll... Ah, da. Bauvorgang abgeschlossen. Oh. Ach, hier können sie noch gescheit fahren, aber in Speedway verkacken alle Autos. Wie schlecht ist das denn? Du bist da! Ja, ich bin's immer noch. Schnell! Ach du Scheiße, da hätte ich hochfahren müssen. Ach du Scheiße, da muss ich hoch. Wo ist das? Wo ist es? Da ist es. Und jetzt schnell zum Luigi. Autsch. Das hat mir meine Stoßstange weggerammt. Gedingenst. Bestes Deutsch in meinem Leben. Oh, grazie mille. Warte, bis du die großartige Überraschung siehst, die Luigi vorbereitet hat. Ciao. Ciao. Ja, Freunde, das war eine weitere Folge Let's Play. Das ist eine Zeit und köstlichen Bio-Splitzer. Willst du nur die Bio-Splitze deiner Stadt hinzufügen? Nächste Folge. Alles nächste Folge. Freunde, das war eine weitere Folge Let's Play Disney Infinity Cars Welt. Ja, in der nächsten Folge werden wir Bullis Bio-Spritladen kaufen. Dann werden wir hier ein Auto lackieren. Und werden schauen, was Ramon noch von uns möchte. Und da hinten sehe ich noch eine Aufgabe, die werden wir dann auch noch machen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, fürs Zuhören. Alles andere auch, Freunde. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend jetzt in meinem Fall, weil wir haben schon Abend. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut da rein und Peace.